Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In so irrsinnigen Zeiten wie jetzt sind Endzeitthemen natürlich hochgefragt und im Internet findet ihr jede Menge Auslegungen zu allen möglichen Themen. Zur Entrückung, die unmittelbar bevorstehen soll, zu Gog und Magog und all diesen Dingen, dem Antichristen und so weiter. Mir ist daran gelegen, dass wir uns eng am Text orientieren und nicht in allen möglichen Deutungen verlieren, ja? Deswegen möchte ich auch nochmal und zum wiederholten Mal 2. Thessalonicher 2 anschauen und möchte gerne euch zeigen, wie die Begriffsdefinitionen von Paulus sind. Denn die Begriffe, die er insbesondere in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 verwendet, also wo er sagt, bezüglich der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Versammlung zu ihm hin, lasst euch nicht durcheinander machen, so schnell und bewegen von eurem Sinn, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Diese Begriffe, die Paulus dort verwendet, die findet man alle im unmittelbaren Umfeld um diesen Vers. Und zwar entweder im gleichen Kapitel, in 2. Thessalonicher 2, oder in 1. Thessalonicher 5, wo Paulus von der Entrückung schreibt. Ja? 1. Thessalonicher 4 und 5, ne? Also 1. Thessalonicher 4 schreibt er von der Entrückung und 1. Thessalonicher 5 schreibt er vom Tag des Herrn, ja, der unerwartet kommen wird und sie überfallen wird wie der Schmerz ein schwangeres Weib, ja, eine schwangere Frau. Immer wieder, wenn Thessalonicher ausgelegt wird, dann geht man zu Zephania oder zitiert andere alttestamentliche Bibelstellen. Ich tue das nicht. Ich bleibe im Briefwechsel, den Paulus mit den Thessalonischern gehabt hat, weil er in diesem Briefwechsel diese Begriffe alle verwendet. Das heißt also, ich mache keine Fernbezüge zu irgendwelchen Texten, die weit weg liegen, sondern ich mache die Bezüge innerhalb des Schriftwechsels von Paulus mit den Thessalonischern. Das möchte ich euch gerne zeigen, weil wir da einiges an Licht bekommen und ich glaube auch, dass wir in diesem engen Sinnzusammenhang bleiben müssen, weil Paulus die Begriffe ja an anderer Stelle auch verwendet. Ja? Das muss man zunächst zeigen. Und man muss natürlich die Bibel mit der Bibel auslegen, aber hier ist es speziell nochmal so, dass man nicht zu irgendwelchen Texten gehen darf und dann deren Bedeutung in diese Thessalonischer Worte hineinlegt, sondern dass man das in diesem Gedankengang, den Paulus im 1. Thessalonischer Brief schon anreißt und dann im 2. Thessalonischer Brief vervollständigt, auch betrachtet. Dabei muss man auch ganz offen und ganz ehrlich zugeben, dass wir nicht wissen, was Paulus mit den Thessalonischern besprochen hat. Das wissen wir nicht, ja, weil wir da nicht bei waren und weil er das nur umreißt. Das ist wie so eine Backform, die wir hier haben. Ja? Das ist nur die Hohlform. Der Kuchen, der muss da noch rein. Und man kann jetzt natürlich alle möglichen Kuchen da rein pressen. Aber wenn man den Kuchen, den Gugelhupf hat, ja, der in dieser Backform hergestellt wurde, und man nimmt den, dreht den auf den Kopf und legt den wieder in die Backform rein, dann passt der wie angegossen. Ja? Und dann merkt man, ob das, was man da als Backform hat, das war, was den Gugelhupf nachher hergestellt hat. Ja? Dieser Text in 2. Thessalonicher 2, der ist die Backform. Den Gugelhupf, den finden wir an ganz anderer Stelle. Wir finden den in Daniel 11 und in alttestamentlichen Texten, wo wir jetzt in den letzten Videos uns auch diese Themen alle erarbeitet haben, mit der Wiedergeburt Jerusalems, Themen zur Entrückung, Themen zum Antichristen, der einen Vorläufer hat, zum Auseinanderbrechen Israels. Das ist unser Gugelhupf. Den haben wir an ganz anderer Stelle gefunden. Und mit dem Gugelhupf gehen wir jetzt zu der Backform 2. Thessalonicher 2 und gucken, ob der da reinpasst. Und das, was ich so erstaunlich finde, ist, dass der Gugelhupf genau in diese Form hineinpasst. Dann sieht man aber, dass andere versucht haben, da eine Schwarzwälder Kirschtorte reinzupressen. Ja? Wenn man die ein bisschen verformt und knetet und drückt, ja, und oben ein bisschen abschabt, dann passt die auch in den Gugelhupf rein. Aber dieses Drücken und Quetschen und Verformen, das ist das Problem, was ich bei den Auslegungen sehe. Dass man nämlich diese Verse versucht, irgendwie zu klittern und anzupassen und zu verformen und zu verdrehen, und da, um zu einem Ergebnis zu kommen, ja? Nämlich einem Ergebnis einer frühen Entrückung. Und das finde ich dabei schwierig. Dieses Bild vorausgeschickt nehme ich euch mal mit hier in
eine grafische Aufstellung. Ich zeige euch mal einfach, wie ich die Begriffe definiert habe. Und dann lese ich euch noch was vor, so eine Auslegung von 2. Thessalonicher 2. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil das ein bisschen kompliziert ist von den Gedankengängen und ich möchte das gerne sauber auch abarbeiten. Und deswegen habe ich mir das hier formuliert. Ist vielleicht ein bisschen trocken, wenn man das so vorliest. Aber wir schauen mal, wie wir da so durchfinden. Ja? Also schauen wir uns erstmal diese grafische Aufbereitung und Wortbedeutung an, diese Wortstudie, die wir da mal machen, innerhalb des 1. und 2. Thessalonischer Briefs. Und dann kommen wir nachher hierher zurück. Ja? Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Anschauen. Ja, dann schauen wir uns mal unseren Text an. In 2. Thessalonicher 2, Vers 1 steht, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung zu ihm, bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken oder alarmieren, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als von uns gesandt, dass der Tag des Herrn vorhanden sei. Die drei Kernbegriffe, die wir hier in dem Text finden, ist einmal der Zukunft halb unseres Herrn Jesu Christi, also seiner Zukunft, seiner Ankunft, seiner Parousie, dann unserer Versammlung zu ihm hin, das ist die Entrückung, und zum Schluss hier unten der Tag des Herrn, dass der Tag des Herrn vorhanden sei. Diese Begriffe gilt es zu klären, und zwar im direkten Zusammenhang des Briefwechsels von Paulus mit den Thessalonichern, ja, also 1. und 2. Thessalonischer Brief. Schauen wir uns hier oben mal an, der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi. Dieses Wort Zukunft, Parousie, kommt hier in Vers 1 vor und in Vers 8 und in Vers 9. Also hier in Vers 8 steht, als dann wir der Boshafte offenbar werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen, ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans. Also hier haben wir zweimal Zukunft. Einmal geht es um die Zukunft oder auch man könnte auch sagen Ankunft. Ja, das ist die alte Lutherbibel, die ich hier verwende. Parousie, ja. Einmal bezieht sich diese Zukunft auf Jesus Christus. Er wird mit dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Parousia, seiner Ankunft, dem Antichrist ein Ende machen. Und dann gibt es in Vers 9 nochmal dasselbe Wort, ihm, dessen Parousia geschieht nach der Wirkung des Satans. Ja? Einmal bezieht sich Parousia auf den Antichristen hier in Vers 9 und einmal auf die Parousie Christi in Vers 8. Vers 9 können wir ausschließen, weil das geht um die Ankunft des Antichristen. Aber in Vers 8 steht dieses Wort Parousie für Jesus Christus und zwar in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Diese Parousie, die hier beschrieben wird in Vers 8, die bezieht sich auf die Zeit, wenn Christus den Antichristen töten wird, umbringen wird, mit dem Hauch seines Mundes. Das heißt also, der Herr Jesus wird den Antichrist umbringen, wenn er auf dem Ölberg kommt. Dann wäre aber in Vers 1 mit der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus auch sein Kommen auf dem Ölberg gemeint und nicht das Kommen Christi in Wolken. Wenn es Paulus in Vers 1 um eine andere Ankunft Christi gegangen wäre, dann hätte er das geschrieben. Er verwendet den Begriff aber durchgängig, ohne weiter zu kommentieren. Er verwendet ihn in Vers 1, ja, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi, und er erklärt ihn dann in Vers 8, dass Christus ihn umbringen wird mit dem Geist seines Mundes. Jetzt habe ich eben gesagt, das ist dann, wenn Jesus Christus auf den Ölberg kommen wird und dann den Antichristen umbringt. Das ist keine Vermutung, die ich hier anstelle, sondern Paulus zitiert hier Jesaja 11. Und zwar den Vers 4, da steht, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen, das ist der Messias, von dem hier geschrieben ist, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Und Paulus schreibt in Vers 8, den der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes. In 2. Thessalonicher 2, Vers 8, da steht griechisch Pneuma und in Jesaja 11, Vers 4 steht hebräisch Ruach, das ist der Odem, sodass hier in Vers 4 steht, er wird mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Und Paulus schreibt hier auf griechisch im Grundtext, den der Herr umbringen wird mit dem Geist, mit dem Ruach seines Mundes. Paulus zitiert hier also Jesaja 11. Und dieses Kapitel beginnt mit den bekannten Versen, es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzelfrucht bringen.
auf welchen wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist der Messias, das ist Christus, Jesus Christus, der wird kommen, ja, der wird aufgehen. Vers 4, er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Jesaja 11, Vers 4 schreibt also von dem Kommen Christi auf dem Ölberg. Und was wird dann passieren? Dann wird Christus den Gottlosen töten und dann wird das tausendjährige Friedensreich anbrechen. Und das steht auch hier in Jesaja 11, Vers 5 folgende. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Das ist ein Bild auf dieses friedliche Sabbatjahrtausend, dieses Friedensjahrtausend Jesu Christi, wo er 1000 Jahre herrscht mit seiner Gemeinde. Ja. Kühe und Bären werden auf der Weide gehen, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter und so weiter. Ja. Also das beschreibt das Kommen Christi, der aufgeht wie eine Rute aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Das ist Christus, ja, aus dem Haus David. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Er wird den Gottlosen mit dem Odem seiner Lippen töten und wird dann sein Friedensreich aufrichten, wo die Wölfe bei den Lämmern liegen. Das ist Jesaja 11. Daraus zitiert Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 8 und sagt, das ist die Ankunft Christi. Das ist die Parousie, die in Jesaja 11, Vers 4 vorhergesagt wird. Ja? Und das ist dasselbe Wort, was Paulus hier in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 nimmt, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi, ja, der Parousie Christi. Da meint er Jesaja 11 mit. Ja? Und dann kommt der nächste Begriff und unserer Versammlung zu ihm. Damit bezieht er sich auf 1. Thessalonicher 5, Vers 15 und folgende. Da schreibt er, denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, auf die Zukunft, auf die Parousie des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst, das ist die Auferstehung. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Also da geht es nicht um Streitgespräche, die man darüber führt, über den Zeitpunkt der Entrückung. Kann man auch mal tun, mache ich ja jetzt hier auch, ja. Aber eigentlich sind diese Verse als Trostworte gedacht für die Christenheit. Ja. Hier schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5 von der Entrückung und darauf nimmt er auch Bezug hier in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 und unserer Versammlung zu ihm hin. Ja. Also bezüglich des Kommens Christi auf dem Ölberg und unserer Entrückung bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht schnell bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, dass der Tag des Herrn vorhanden sei. Und das ist jetzt interessant. Was ist dieser Tag des Herrn? Diesen Begriff, der Tag des Herrn, den hat Paulus schon mal verwendet, und zwar im 1. Thessalonicher in Kapitel 5. Und da schreibt er, von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr wisst gewiss, dass der Tag des Herrn, ja, da ist dieser Begriff also nochmal, und auf diesen Begriff aus 1. Thessalonicher 5 hat sich Paulus hier in 2. Thessalonicher 2 bezogen. Ja, das ist ein unmittelbarer Bezug. Und hier in 1. Thessalonicher 5, Abvers 2, schreibt er, dieser Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Okay, aber in Vers 3 sagt er, denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, eine schwangere Frau, und werden nicht entfliehen. Das sind auch geheimnisvolle Verse, die kann man nur deuten, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Also auch hier geht es darum, dass der Schmerz eine schwangere Frau überfällt. Ja, das ist ein Bild auf Jerusalem, das unvermittelt mitten im Frieden belagert werden wird und in dieser Belagerung dann in Wehen kommt und auch gebiert, ja, gleich wie der Schmerz eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Das bedeutet also, dass Paulus in 1. Thessalonicher 5 den Tag des Herrn als einen ganz bestimmten Tag definiert, nämlich den Tag, an dem Jerusalem wiedergeboren werden wird.
Und die gleiche Formulierung, der Tag des Herrn, verwendet er auch hier in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 und sagt, lasst euch nicht so schnell bewegen von eurem Sinn, als ob der Tag des Herrn vorhanden sei, als ob die Wiedergeburt Jerusalems bevorstünde. Das sind die Themen, die Paulus mit den Thessalonichern besprochen hat. Und weil von der Wiedergeburt Jerusalems nichts bekannt ist, weithin unter den Pastoren, füllen sie diesen Begriff der Tag des Herrn so, wie sie ihn sich vorstellen und zitieren Stellen, die weiter weg sind in Zephania oder auch an anderer Stelle, um diesen Begriff der Tag des Herrn so zu füllen, wie sie meinen, dass es richtig ist. Aber es sind hier klare Bezüge innerhalb des Briefwechsels und die müssen unbedingt beachtet werden, weil wir sonst zu falschen Ergebnissen kommen. Also haben wir hier unser Ergebnis. Wenn Paulus von der Zukunft unseres Herrn Jesus Christus spricht, meint er damit sein Kommen auf dem Ölberg. Wenn er von unserer Versammlung, unserer Episynagoge spricht, dann meint er damit die Entrückung. Und wenn er vom Tag des Herrn spricht, meint er damit die Wiedergeburt Jerusalems. Warum erwähnt Paulus genau diese drei Ereignisse? Der Grund dafür ist, dass Paulus von der 70. Jahrwoche schreibt. Das ist das Oberthema von 2. Thessalonicher 2. Paulus hat mit den Thessalonischern über die 70. Jahrwoche gesprochen. Denn alle diese Ereignisse finden wir innerhalb der 70. Jahrwoche. Den Tag des Zorns, also Christi kommen auf den Ölberg, wenn er den Antichristen vernichtet wird, Jesaja 11. Die Entrückung der Gemeinde, also die Episynagoge unserer Versammlung zu ihm hin. Und die Wiedergeburt Jerusalems, die nämlich die 70. Jahrwoche einläutet und beginnen lässt. Denn mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems fängt diese 70. Jahrwoche an zu laufen. An dieser Grafik kann man sehen, dass Paulus diese 70. Jahrwoche meinte und deswegen diese drei Ereignisse, die wichtigsten Ereignisse in dieser 70. Jahrwoche, hier beschreibt in 2. Thessalonicher 2. Er beschreibt an einer Stelle auch etwas verborgen in einem Halbsatz noch, diesen Gräuel der Verwüstung, den der Antichrist anrichtet, wenn er nämlich sagt in 1. Thessalonicher 5, und sie werden nicht entfliehen. Ja, dieser Halbsatz, der bezieht sich hierauf, möchte ich aber im Detail jetzt nicht drauf eingehen. Man kann auch sehr viel mehr an den Versen sehen, aber mir geht es hier um die groben Linien, dass wir die verstehen und darin fest werden und verstehen, was Paulus mit den Thessalonischern besprochen hat. Ja, also wir sehen also jetzt an der Wortstudie, die wir da gemacht haben in den Thessalonischer Briefen, dass Paulus diese Begriffe alle verwendet. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir uns jetzt angeschaut haben, gehe ich mal so durch diese Verse hindurch und fange mal an hier mit meinen Worten, die ich hier aufgeschrieben habe, zu 2. Thessalonicher 2, Auslegung. Punkt 1, These. Viele sagen, dass vor der Entrückung nichts mehr geschehen müsse. Ja? Sie könne jederzeit kommen. Manche behaupten sogar, dass die Entrückung unmittelbar bevorstünde. Dabei beruft man sich vorrangig auf 2. Thessalonicher 2. Aber 2. Thessalonicher 2 sagt genau das Gegenteil von einer unmittelbar bevorstehenden, zeitnahen Entrückung. 2. Thessalonicher 2 sagt, dass vor der Entrückung Israel auseinanderbrechen muss. Das Kapitel sagt, dass erst der Antichrist offenbar werden wird und Jerusalem angreift. Wobei Jerusalem dann zur Wiedergeburt kommt. Zu einem frühen Zeitpunkt der Entrückung oder deren unmittelbarem Bevorstehen äußert sich 2. Thessalonicher 2 also nicht. Ja, 2. Thessalonicher 2 schreibt gar nichts über den frühen Zeitpunkt der Entrückung. Das Kapitel benennt vielmehr Ereignisse, die der Entrückung und dem Kommen Christi noch vorausgehen müssen. Das ist der Inhalt von 2. Thessalonicher 2. Und daran erinnert Paulus die Thessalonicher und fordert ihre Nüchternheit ein. Ja? Nicht auf eine schnelle, frühe Entrückung zu hoffen und dann nichts mehr zu arbeiten, sondern nüchtern zu sein und sich an die prophetischen Vorgaben zu halten, die er ihnen damals in Thessaloniki mitgeteilt hat. Bis zur Wiedergeburt Jerusalems kann auch noch keine Entrückung geschehen sein. Denn das wiedergeborene Jerusalem gehört auch noch zur Gemeinde Jesu und wird gemeinsam mit den Christen aus den Heiden entrückt. Es gibt nur eine Entrückung der Gemeinde Jesu und die Gemeinde Jesu besteht aus Juden und aus Heiden und am Ende der Zeit wieder aus Juden. Ja, das ist alles, was ich hier versuche weiterzugeben. Ja, das ist wie bei dem Nachtgesicht von Sacharja, wo er einen Ölbaum sieht,
einen Leuchter und dann wieder einen Ölbaum. Ja? Die Gemeinde Jesu besteht am Anfang aus Juden, dann aus Heidengemeinden und am Ende der Zeit wieder aus Juden. Bis zur Wiedergeburt Jerusalems kann also keine Entrückung gewesen sein, denn das wiedergeborene Jerusalem gehört auch noch zur Gemeinde Jesu und wird gemeinsam mit den Christen aus den Heiden entrückt. Schließlich sagt 2. Thessalonicher 2, dass Christus wiederkommen wird, um den Antichristen zu vernichten und sein Reich aufzurichten. Das alles ist Inhalt von 2. Thessalonicher 2 und dem, was Paulus an die Thessalonicher schreibt. Wer nichts weiß von der Wiedergeburt Jerusalems und wer nichts weiß vom Auseinanderbrechen Israels, des modernen Staates Israels, und wer nichts davon weiß, dass der Antichrist einen Vorläufer hat, der muss hier abschalten und sich erst die vorigen Videos auf meinem Kanal anschauen. Denn ohne dieses Wissen, ohne diesen Google-Hupf, ist der Inhalt von 2. Thessalonicher 2, der Backform, in keinster Weise zu verstehen. Also wer das noch nicht weiß, der möge sich die Videos anschauen und dann gerne wieder hierher kommen. Weil diese Verse in 2. Thessalonicher 2, die kann man nicht im Vorbeigehen verstehen. Da braucht man mehr zu, mehr Bibelwissen und das haben wir uns an anderer Stelle ja bereits erarbeitet. Das Video hier und der Kanal selbst, den ich hier betreibe, wendet sich an Christen mit vertieftem Bibelwissen und insbesondere an Prediger und Pastoren, die aufgrund ihrer Vorbildung den Inhalt verstehen und werten können und sollten. Alle anderen Zuschauer sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen, müssen sich aber auf das Niveau der Bibelauslegungen einstellen. 2. Thessalonicher 2 ist ohne profunde Bibelkenntnisse, insbesondere der Prophetie des Alten Testaments, nicht zu verstehen. Ja, wenn wir den Google-Hupf nicht an anderer Stelle zusammengefunden haben, dann haben wir nichts, was wir in die Backform legen könnten. Ja? Was ist genau Inhalt von 2. Thessalonicher 2? Erstens, die Wiederkunft Jesu Christi auf dem Ölberg zum Gericht. Ja, das ist 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 10, 2. Thessalonicher 2, Vers 1 und 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Dann die Entrückung, also unsere Versammlung zu ihm hin, zu Christus hin, das ist 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Die Wiedergeburt Jerusalems, also den Tag des Herrn, 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Das Offenbarwerden des Antichristen, 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Das Auseinanderbrechen Israels, ebenfalls 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Der noch aufhält, 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Und dass kräftige Irrtümer kommen werden in der Endzeit, das sehen wir, glaube ich, 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Das alles ist Inhalt dieser wenigen Verse in 2. Thessalonicher 2. Hochkomprimiertes Wissen, das, wie schon gesagt, an anderer Stelle erst eingesammelt werden muss, bevor man sich mit diesen Versen auseinandersetzen kann. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, dass die, die den Thessalonischern Böses angetan haben, Pein leiden werden und ewiges Verderben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Bezüglich der Ankunft Christi auf dem Ölberg und der vorigen Entrückung sollen sie sich nicht so schnell bewegen oder erschrecken oder alarmieren lassen, weg von dem, was er ihnen bei seinem ersten Treffen gesagt hat. 2. Thessalonicher 2, Vers 15. Was Paulus dort gesagt hat, ist uns nicht überliefert. Wir wissen aber aus anderen Bibelstellen vom Auseinanderbrechen Israels in zwei Teile, davon, dass der Antichrist einen Vorläufer hat, der erst beiseite geschafft werden muss. Das waren diese Videos zu Daniel 11, ja, und Offenbarung 17. Dann schreibt er von der schließlichen Belagerung Jerusalems durch den Antichristen, von der Wiedergeburt Jerusalems und von der Entrückung der Gläubigen. Wie gesagt, wer davon nichts weiß, möge sich die Videos zuerst anschauen. Wir wissen also, ohne den 2. Thessalonischer Brief benutzt zu haben, von den oben genannten Dingen. Ja, wir haben diese Sachen nicht im 2. Thessalonischer 2 gefunden, weil man die da nicht finden kann. Wie gesagt, weil Paulus nicht schreibt im Detail, was er mit den Thessalonischern besprochen hat. Sondern dieses Auseinanderbrechen Israels, dass der Antichrist einen Vorläufer hat von der Belagerung Jerusalems und dessen Wiedergeburt, von der Entrückung der Gläubigen und so weiter, haben wir an anderer Stelle gefunden.
Ja, wir haben 2. Thessalonicher 2 da überhaupt nicht für gebraucht. Ja, das war unabhängig davon. Und erst nachdem wir diese Sachen gefunden haben, nähern uns wir jetzt diesem Text in 2. Thessalonicher 2. Ja. Mit diesem Wissen gehen wir jetzt an den Text und schauen, welche der oben genannten Elemente auf die rätselhaften Worte in 2. Thessalonicher 2, Vers 2 passen. Wir nehmen also jetzt unseren Google-Hupf und stecken den in diese, legen den in diese Backform von 2. Thessalonicher 2. Es ist also wie in einem Indizienprozess. Und das Ergebnis wird ganz anders sein als das, was man dem Text gemeinhin antut. Außerdem deuten wir den Begriff der Tag des Herrn mit der Parallelstelle aus dem gleichen Briefwechsel aus 1. Thessalonicher 5, Vers 2, denn dort steht, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt, also überraschend, und dass sie das Unheil überfallen wird wie der Schmerz, wie die Wehen eine schwangere Frau. Das ist ein Hinweis auf die Wiedergeburt Jerusalems. Für uns ist also der Tag des Herrn der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Wir füllen also diesen Begriff in 2. Thessalonicher 2 mit den Auslegungen von Paulus in 1. Thessalonicher 5 und unserem Wissen davon, dass Jerusalem am Ende der Zeit wiedergeboren wird, Zion also in Wehen kommt, unerwartet und dann auch gebiert. Wie ist die Argumentation von Paulus hier in 2. Thessalonicher 2? Erstens, Jerusalem wird am Ende der Gemeindezeit wiedergeboren werden. Zweitens, das geschieht bei einer Belagerung durch den Antichristen. Die Tochter Zion kommt in Wehen und gebiert in der Endzeit, am Ende der Gemeindezeit. Wenn dann die Stadt Jerusalem wiedergeboren ist, gehört sie auch zur Leibesgemeinde Jesu. Wie wir. Mehr noch als wir. Denn ihr ist ja die Verheißung geschehen. Ja, wir sind Gnadenwahl, wir sind eingepfropft. Aber dieser Stadt Jerusalem, der Königsstadt Jesu, ist diese Verheißung der Geburt im hohen Alter verheißen worden. Und diese Verheißung gehört Jerusalem. Also die sind noch mehr wiedergeboren als wir, natürlich nicht mehr wiedergeboren als wir, aber ihr versteht den Unterschied, ja? Wir sind doch nur als Unbeschnittene, als Gnadenwahl dazugenommen worden, weil Gott so freundlich und so großzügig zu uns ist. Aber dieser Stadt Jerusalem ist die Verheißung geschehen, schon im Alten Testament. Siehe, die junge Frau schwanger, Jesaja 7,14, ja? Also wenn dann die Stadt Jerusalem wiedergeboren ist, gehört sie auch zur Leibesgemeinde Jesu. Bis dahin kann noch keine Entrückung gewesen sein, weil der Leib Christi nicht zerteilt ist. Es gibt nur eine Entrückung. Die Bibel kennt keine zwei Entrückungen. Also kann bis zur Wiedergeburt Jerusalems noch keine Entrückung gewesen sein. Daraus folgt, dass vor der Entrückung der Antichrist kommen muss. Denn sonst kann er die Stadt Jerusalem nicht belagern. Paulus schreibt, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, der Tag des Herrn, also der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, kommt nicht, es sei denn, dass zuvor offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Ja, ist ganz einfach. Der Antichrist belagert Jerusalem. In dieser ersten Belagerung kommt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus, wird wiedergeboren. Und deswegen muss, bevor der Tag des Herrn, nämlich dieser Tag aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, bevor der kommt, muss der Antichrist offenbar sein, weil der belagert ja die Stadt. Ja? Wir sehen also, dass der Briefwechsel des Paulus mit den Thessalonichern auf einem viel höheren theologischen Niveau verläuft und dem Leser sehr viel mehr Bibelwissen abverlangt, als das gemeinhin bei den Lesern und den Auslegern vorhanden ist. Das ist das Problem, das ist das Drama. Ja? In Besonderheit natürlich, dass man nichts von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Das ist der Schlüssel für so sehr viele Stellen im Neuen Testament und auch unter anderem für 2. Thessalonicher 2. Ja? Hier wird uns also mehr Bibelwissen abverlangt, als das gemeinhin vorhanden ist. Paulus sagt eigentlich noch genauer, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, dieser Tag des Herrn, der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, der kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. Dieser Abfall ist nicht der prozesshafte Niedergang des Christentums, wie vielfach ausgelegt wird. Der Abfall steht hier mit bestimmtem Artikel und meint ein katastrophisches Ereignis in der Endzeit. Ein ganz bestimmter Abfall, der Abfall. Dieses katastrophische Ereignis in der Endzeit ist das Auseinanderbrechen des modernen Staates Israel. Das ist der Abfall. Das ist der Abfall, das Abbrechen des Nordreichs vom Südreich. Ja?
Wir werden in der Endzeit das sehen, was wir im Alten Testament schon haben. Und wer seine Bibel kennt, der wird diese Strukturen in der Endzeit wiedersehen, ja, und wiederfinden. Das wird erstaunlich werden für ganz, ganz viele. Wenn Israel auseinanderbricht, wenn ich das hier einflechten darf, wenn Israel auseinanderbricht, dann wissen die ganzen Ausleger im Internet damit nichts mehr anzufangen. Dann kriegen die ganz, ganz viele E-Mails. Dann schreiben die Leute, ja, Gott wollte doch sein Volk bewahren. Wieso zerbricht denn jetzt der Staat Israel? Und ihr seht jetzt schon, wie zerrissen dieser Staat ist. Ja? Dann wird ein großes Rätselraten beginnen. Und dann werden viele Pastoren und viele Prediger ratlos dastehen, weil sie davon nichts wissen, ja? Weil das nicht bekannt ist. Also dieser Abfall ist nicht der prozesshafte Niedergang des Christentums, sondern beschreibt das Auseinanderbrechen Israels, das Abstehen, das Weggehen, das sich trennen, ja, oder manche übersetzen auch, ich glaube in der Übersetzung von Herbert Janssen, der übersetzt das, die Aufruhr, die Revolution, ja, die Revolte. Das ist die Revolte des Nordens Israels, des reichen Nordens Israels gegen diesen mittelalterlichen Süden Israels mit den orthodoxen Juden, ja. Die werfen sich gegen die auf und brechen von diesem Staat, von diesem Süden des Staates Israel ab. Aber auch das ist bei den allermeisten Auslegern nicht bekannt und deshalb deuten sie es falsch. Ja? Sie deuten es natürlich irgendwie auch auf diese Stelle aus der Apostelgeschichte. Apostasie, Abfall wird immer wieder auch auf Abfall vom Gesetz des Mose und so weiter ausgelegt. Aber dieser Begriff hat eine weitere Bedeutung, es ist eine größere Bedeutungsbreite, die dieser Begriff hat. Und weil wir an anderer Stelle gefunden haben, dass die Propheten Jesaja, Micha, Zacharja für die Endzeit, Joel zum Beispiel, ja, für die Endzeit vorhersagen, dass es ein Ephraim und ein Juda gibt, ja, eines Teils einen Norden Israels und anderes Teils einen Süden, und das für die Endzeit der Gemeinde beschreiben. Deswegen können wir dieses Auseinanderbrechen Israels hier auf diesen Abfall deuten oder diesen Abfall so verstehen. Ja. Das ist etwas Großes, dass wir das so sehen dürfen. Das ist was Besonderes, ja. Das freut mich immer wieder, wenn ich das sehe, ja. Weil das für mich eine Plausibilisierung ist für das, was wir an anderer Stelle gefunden haben, ja. Ich kann das nicht oft genug sagen. Mir geht es darum, dass ich die Ergebnisse, die ich finde, die wir hier sehen dürfen in der Bibel, immer wieder plausibilisieren. Die müssen abgeklopft werden, ob das hält, ja. Ob man das nur behauptet hat oder ob das stimmig ist, ob das an anderer Stelle Bibelstellen widerspricht. Oder ob die dann andere Bibelstellen plötzlich ergänzen und erhellen, wie das hier in 2. Thessalonicher 2 ist. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Mir geht es unbedingt darum, Ergebnisse in der Bibel gegeneinander abzustützen und zu plausibilisieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Reihenfolge, die Paulus hier beschreibt in 2. Thessalonicher 2, ist erstens, Israel bricht auseinander. Zweitens, der Antichrist wird offenbar. Drittens, er wird Jerusalem belagern. Und Jerusalem wird in dieser Belagerung zur Wiedergeburt kommen. Fünftens, die sieben Jahre der siebten Jahrwoche beschreibt er. Sechstens beschreibt er die Entrückung. Und siebtens redet er vom Kommen Christi auf dem Ölberg, um Rache zu üben an denen, die die Christen bedrängt und geschändet haben. Die Pein leiden werden und ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn, wenn er kommen wird, dass er herrlich erscheine mit seinen Heiligen. Ja. Wie war die damalige politische Situation? Die Thessalonicher haben also überhaupt nicht geglaubt, dass die Entrückung schon geschehen sei und jetzt die Drangsal beginne, wie so viele auslegen. Das ist eine reine Vermutung. Und man muss hier unterscheiden zwischen Fakten, zwischen biblischer Prophetie, zwischen biblischen Inhalten, zwischen den Inhalten dessen, was Paulus hier andeutet, und Vermutungen. Davon, dass die Thessalonicher geglaubt hätten, die Entrückung wäre schon geschehen, steht im 2. Thessalonicher und auch im 1. Thessalonicher Brief überhaupt nichts. Das ist eine reine Vermutung, die man annimmt, um auf dieser Vermutung seine Argumentation einer frühen Entrückung zu argumentieren. Das ist der Punkt. Ja? Da steht also ein Gedanke hinter, eine gewisse Theologie der Vorentrückung. Und dazu braucht man diese Vermutung, dass die Thessalonicher das vermutet hätten. Ja? Steht aber nirgendwo im Text, kann man nirgendwo finden. Als ich das vor 30 Jahren zum ersten Mal gehört habe, habe ich da Fragezeichen gehabt. Und diese Fragezeichen haben sich über die drei Jahrzehnte bei mir fortgesetzt und ich habe sie immer noch. Ja? Man findet das nirgendwo im Text. Ja? Wir müssen eng an diesen Worten des Paulus bleiben. Die Thessalonicher haben also überhaupt nicht geglaubt, dass die Entrückung schon geschehen sei und jetzt die Drangsal beginne, wie so viele auslegen.
und wie viele dies in die Verse hineindeuten. Es ging den Thessalonischern um etwas ganz anderes. Zur Zeit der Abfassung der beiden Thessalonischer Briefe ging Damaskus in einen Bund mit der Dekapolis. In Daniel 7 wird beschrieben, dass ein kleines Horn zwischen 10 anderen Hörnern hervorbricht. Das kleine Horn Damaskus geht in einen Bund mit den 10 Hörnern der Dekapolis. Und etwas sehr, sehr Ähnliches geschah zur Zeit der Abfassung der beiden Thessalonischer Briefe. Nämlich Damaskus hat damals ein Bündnis geschlossen mit der Dekapolis, mit der damaligen Dekapolis. Das kann man historisch sehen, ja, dass das genau in dem Zeitraum war, als diese beiden Briefe von Paulus geschrieben wurden und die Thessalonicher diese Fragen an Paulus gestellt haben. Die Thessalonicher mögen also Paulus gefragt haben, ist das die Erfüllung von Daniel 7? Kommt jetzt der Antichrist und mit ihm auch die Wiedergeburt Jerusalems? Und schließlich kommt damit dann auch die Entrückung, unser Versammeltwerden zu ihm hin und kommt Jesus Christus dann wieder auf den Ölberg? Das waren die Fragen. Und Paulus hat ihnen geantwortet und gesagt, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi, ja, der Ankunft Christi auf dem Ölberg und unserer Versammlung zu ihm hin, der Entrückung, die beide zeitlich zusammenliegen, ja, da liegen nur 45 Tage zwischen, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken oder alarmieren, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, dass der Tag des Herrn, der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, vorhanden sei. Paulus sagt also, glaubt nicht, die 70. Jahrwoche habe schon begonnen. Ja, das haben wir eben ja gesehen im Video. Paulus schreibt hier von den Ereignissen innerhalb der 70. Jahrwoche. Ja, er sagt, glaubt nicht, dass das schon da wäre. Lasst euch nicht beunruhigen. Bevor Christus kommt und noch vor unserer Entrückung, muss Israel auseinanderbrechen und der Antichrist offenbar werden, dem noch ein Vorgänger vorausgeht, der beiseite geschafft werden muss. Dann muss erst noch Jerusalem wiedergeboren werden und dann kommt der Herr und vernichtet den Antichristen. Das alles, sagt der Paulus in Thessalonichern, habe ich euch doch gesagt, als ich noch bei euch war. Lasst euch also mit irrigen Auslegungen nicht verwirren, auch wenn sie so aussehen, als ob sie von uns stammen würden. Das schreibt Paulus sinngemäß an die Thessalonicher. Und alles das enthält der Text und noch mehr. Falsche Lehrer waren also die, die in Unkenntnis der biblischen Prophetie und in Nichtkenntnis der Wiedergeburt und in Nichtkenntnis dessen, dass Israel auseinanderbrechen wird, von diesem katastrophischen Ereignis, in unnüchterner Erwartung eine unmittelbar bevorstehende Entrückung gelehrt haben. Ja? Falsche Lehrer waren also die, die in Unkenntnis der biblischen Prophetie und in unnüchterner Erwartung eine unmittelbar bevorstehende Entrückung gelehrt haben. Das waren falsche Lehrer. Diese hatten kein Licht und wandelten in der Finsternis. Warum? Weil sie von der Wiedergeburt Jerusalems nichts wissen, weil sie nicht wissen, dass der Antichrist einen Vorgänger hatte, dass der erst beiseite getan werden muss, weil sie nichts wissen davon, dass Israel auseinanderbrechen wird. Und all diese Dinge, diesen Gugelhupf, den wir haben, den haben die nicht. Und deswegen wandeln die in der Finsternis und glauben, die Entrückung könnte jederzeit und jeden Moment passieren, ja, jeden Moment geschehen. Paulus sagt, nein, davor muss noch etwas kommen. Ja. Die, die Licht haben, wissen, dass vor dem Kommen Christi und auch vor der Entrückung noch Dinge geschehen müssen, wie zum Beispiel das Auseinanderbrechen Israels und die Wiedergeburt Jerusalems. Paulus ruft die Thessalonicher zur Nüchternheit auf und das sollen auch wir sein. Das ist eigentlich so die kurze Zusammenfassung. Und diese Nüchternheit, die möchte ich euch auch gerne zurufen. Die Entrückung wird spät sein, die wird nicht so schnell kommen. Ja, das wir werden durch einiges noch durchgehen müssen. Und um das vielleicht auch noch zu ergänzen, die Berufung der Leibesgemeinde Jesu ist nicht, dass sie vor allem bewahrt wird. Die Berufung der Leibesgemeinde Jesu ist, dass sie leidentlich fürs Evangelium ihren Weg geht. Das haben wir als westeuropäisch saturierte Christenheit vergessen und verdrängt. Das wollen wir überhaupt nicht mehr hören. Die Berufung der Leibesgemeinde Jesu ist, ihren Weg leidentlich um Christi und des Evangeliums willen zu gehen. Das ist die Berufung, das ist die vornehmlichste Berufung der Gemeinde Jesu. Weil Christus gelitten hat im Fleisch, wappnet euch mit demselben Sinn, sagt Petrus. Hört ihr das? Weil Christus gelitten hat im Fleisch, wappnet euch mit demselben Sinn. Seid nüchtern, ja, und hört auf das, was die Bibel sagt und wisst, dass da noch Dinge vorausgehen sollen. Diese Dinge, die hier beschrieben sind, die der Entrückung noch vorausgehen, von denen sagt Jesus, dass wir wachsam sein sollen und auf sie achten sollen. Denn wer das alles sieht, die Generation, die das sieht, die wird nicht sterben, bis alles erfüllt wird. Warum? Weil das dann nur noch 7 Jahre sind.
Ja, eine normale Generation sind 22, 25 Jahre bei uns. Damals im Nahen Osten vielleicht waren es 16 oder 18 Jahre. In dem Alter hat man da Kinder bekommen. Seid nüchtern und wacht und wappnet euren Sinn. Ja? Wir sehen also, 2. Thessalonicher 2 sagt überhaupt nichts über den Zeitpunkt der Entrückung und insbesondere nichts über eine frühe Entrückung, sondern Paulus sagt, bevor die Entrückung kommt, müssen noch Dinge geschehen. Darüber habe ich mit euch gesprochen. Das wollte ich euch auch zeigen in meinem Video. Soweit meine kurze Zusammenfassung. Sorry, dass ich mich immer wieder da mit diesen Texten auch beschäftige, aber ich finde das wichtig, ja, weil ihr im Internet, ihr hört so sehr viele Dinge. Meine Bitte ist an euch, seid vorsichtig. Glaubt nicht alles. Seid nüchtern. Haltet euch in den Dingen bedeckt. Ja? Glaubt nicht einem jeden Geist. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüfet alles und das Gute behaltet, wie die Beröa-Christen in der Apostelgeschichte. Das wäre mein Wunsch. Wenn ihr euch mit diesen Themen beschäftigt, mit Prophetie, haltet euch eng am Text. Seid euch bewusst darüber, dass ihr vielfach nicht Bibelauslegung bekommt, sondern ihr bekommt Theologie. Ja, eine ganz bestimmte Theologie. Der eine hat diese Theologie und der andere jene Theologie und man versucht, die Theologie mit den Bibeltexten zu bestätigen. Ja. Man muss es aber umgekehrt machen. Man muss seine Theologie, wenn man die denn hat oder haben will, aus den Bibeltexten ableiten. Und das versuche ich in ganz, ganz vielen Videos euch zu zeigen. Ja? Ich habe auch in meinen Videos immer das gezeigt, was andere dazu sagen, weil ich das fair finde, dass ich euch insofern das auch mitgebe, was andere sagen, damit ihr beide Seiten kennt oder mehrere Seiten kennt. Ja? Dass man nicht so unvorbereitet ist, wenn man mit Menschen darüber spricht, was da in den Texten und in den Dingen da in der Prophetie alles vorhanden ist. Zum Schluss geht es nicht um Prophetie. Die Prophetie erfüllt sich so oder so. Ja, zum Schluss geht es um Jesus Christus und um ihn allein. Er ist der Herr des Wortes. Er wird das alles zu Ende bringen, ja, so wie er es auch gesagt hat. Und in ihm allein haben wir das Heil und die Hoffnung. Und wann immer die Entrückung ist, ja, sei vielleicht mal einfach hinten angestellt. Wir dürfen entrückt werden und wir dürfen in Wolken ihm entgegengerückt werden und bei ihm sein alle Zeit. Ja. Uns ist das Heil versprochen. Uns ist das Paradies zugesagt. Uns ist ewiges Leben zugesagt. Für diese Hoffnung und für Golgatha und für die Vergebung der Schuld, die wir in Jesus Christus haben, lohnt sich jeglicher Aufwand, darf man das überhaupt sagen, Aufwand in dem Zusammenhang, ja? Lohnt sich die Nachfolge Jesu Christi. Ich schließe hier. Ich danke sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.